Zirkula hat vor einigen Jahren eine neue, alte Marke wiederbelebt und die Modelle, die sie gebracht haben, sind durchweg alle sehr erfolgreich. Die Aquasport und die Supersport, die ich euch heute zeigen möchte, also die Aquasport 2 mit dem 40 mm Gehäuse und die Supersport, sind insbesondere erfolgreich und werden immer wieder mit wunderschönen neuen Modellen unterfüttert, wie zum Beispiel hier die Aquasport 2 Aventurin mit einer 99-Stück-Limitierung und einem Zifferblatt, was richtig klasse ist. Das hat eine Tiefe, die beinahe nicht im Video einzufangen ist. Wirklich toll. Apropos Tiefe, ihr könnt mir richtig tief helfen, wenn ihr den Daumen nach oben da lasst oder aber sogar ein bisschen mehr, wenn ihr abonniert. Mir hilft das, euch kostet es nichts und das ermöglicht es mir, euch weiterhin solche Uhren wie diese Zirkula zu zeigen. Das Ziffernblatt sprakelt, spritzelt, funkelt in real noch mehr, als ich hier auf dem Video einfangen kann. Das ist wirklich eine absolute Freude, sich das anzuschauen und macht diese Uhr in meinen Augen zu etwas wirklich Außergewöhnlichem, was man so nicht alle Tage sieht. Ich habe euch die Aquasport 2 schon in unterschiedlichsten Videos vorgestellt, deshalb möchte ich nicht alle Maße und alle Daten erneut runterbeten. Ich blende euch hier den Screenshot ein. Die Aquasport 2 kostet am hier gezeigten Kautschukband 749 Euro. An dem wirklich guten Stahlband ist sie, glaube ich, um die 100 Euro teurer. 200 Meter wasserdicht, richtig gute Leuchtmasse verbaut. Eine Uhr, von der ich selber zwei Modelle habe. Ich habe die Aquasport 1 und die Aquasport 2. Und eine Uhr, die ich richtig gerne trage, weil sie sehr bequem am Arm ist, gut leuchtet, nicht zu viel Geld kostet und zudem auch wirklich bequem am Arm sitzt. Dieses Modell hier wird wahrscheinlich an mir vorbeigehen, weil ich schlicht und ergreifend nicht jede Uhr kaufen kann, die mir gefällt. Wobei mir diese hier mit dem glitzernden Ziffernblatt wirklich super gut gefällt. Ich bin jetzt nicht so der Disco-Typ, aber Disco-Clubs ausgehen kann ich mir mega gut vorstellen mit der Uhr. Genauso gut kann ich sie mir vorstellen beim Grillen im Biergarten als Hingucker, wenn die Sonne da drauf scheint. Absolut ein Knaller. Es ist ein ganz, ganz tiefes Blau und die, ja, ich nehme, es sind Kristalle oder ich weiß gar nicht genau, was es ist, sind mal hell, mal silbrig, mal weiß und dann wieder in unterschiedlichen Blautönen wirklich richtig gut gemacht. 99 Stück gibt es davon. Ich weiß nicht genau, wie viele noch verfügbar sind, aber Cornelius hat mir die Uhr geschickt, Cornelius Huber, der Inhaber von Zirkula, damit ich sie vorstellen kann, was bedeutet, es gibt sie zum Zeitpunkt, an dem ich dieses Video aufnehme, noch. Und jeder, der noch keine Aquasport 2 hat und diese ausgefallene Art der Uhren mag, wird hiermit, denke ich, nicht sehr viel verkehrt machen, denn der Preis ist wirklich angemessen, die Uhr ist außergewöhnlich, sie ist absolut alltagstauglich und vom Glitzern abgesehen ist es sogar eine relativ dezente Uhr, wie ich finde. Und nur das Glitzern macht sie zu einem absoluten Hingucker. Also ich kann es euch gar nicht beschreiben, wie die Uhr wirkt. Es ist beinahe so, als ob sie überhaupt keinen Boden hat, sondern man in eine Art unendliche Tiefe guckt, wenn man drauf schaut. Und an meinem 17,5 cm Handgelenk seht ihr, sitzt sie wirklich gut. Mit einem Hornabstand von, ich glaube, 46 mm ist sie auch eher auf der kleineren Seite verortet, was die Auflagefläche betrifft. Alles in allem eine wirklich tolle Uhr, von der ich mir wünschen würde, dass sie nicht limitiert wäre, denn dann könnte ich auch zu einem späteren Zeitpunkt nochmal drüber nachdenken, ob das eine Uhr für mich ist. Aktuell, wie gesagt, wird sie an mir vorbeigehen und das betrachte ich ehrlich gesagt ein kleines bisschen mit einem weinenden Auge,
Natürlich weiß ich, dass ich kaum noch Platz in der Box habe. Insofern muss ich mich da sowieso selbst beschränken. Aber eine solche Uhr habe ich ehrlich gesagt noch nicht und die würde super in meine Sammlung passen. Schauen wir doch mal kurz, wie die Uhr bei Nacht aussieht. Dafür beleuchte ich die Uhren immer und ihr könnt sehen, da ist richtig was los auf dem Ziffernblatt. C1 X3, wirklich gute, helle und langanhaltende Leuchtmasse. Richtig, richtig gut gemacht. Und wie ihr sehen könnt, die Krone natürlich auch. Das entwickelt sich so ein kleines bisschen zu einem Markenzeichen von Zucola. Ich mag das total, auch wenn es für mich keine Funktion hat. Von anderen Zuschauern weiß ich, dass sie das total gut finden, weil sie die Uhr nachts auf dem Nachtkästchen ablegen und durch die leuchtende Krone die Uhr schneller finden. Also es gibt tatsächlich auch Situationen, wo diese Sache eine Funktion hat und nicht nur schön ist. Das war die erste Uhr, die ich euch zeigen wollte. Die zweite, dabei handelt es sich um einen Riesenzwerg oder einen kleinen Riesen, wie ihr es betrachten wollt. Es geht um die Supersport. Die Supersport hat einen Durchmesser von 40 mm, aber alle, die sie bisher gesehen haben und auch an meinem Arm bestätigen, dass sie viel größer wirkt und auch an großen Armen gut zu tragen ist, trotz ihrer nominell relativ moderaten Größe von 40 mm. Die hier gezeigte Supersport Limited Edition in Rot ist ebenfalls limitiert auf 99 Stück. Im bewährten Superkompressorgehäuse von Circular und Superkompressorgehäuse heißt hier nicht nur zwei Kronen und innenliegende Lünette, sondern auch wirklich selbstabdichtender Boden. Auch diese Uhr habe ich euch schon in unterschiedlichen Videos vorgestellt. Deshalb auch hier, ich blende euch den Screenshot ein, damit ihr nochmal die Daten nachlesen könnt. 40 mm Durchmesser, 46,5 Horn zu Horn, 300 Meter wasserdicht, Leuchtmasse C3 X1, das Beste, was es aktuell auf dem Markt zu haben gibt. Die innenliegende Drehlünette, der wirklich echte Superkompressorboden und wie gesagt limitiert auf 99 Stück. Auch hier gilt das Gesagte, was ich zur Aquasport gesagt habe. Ich weiß nicht, wie viele davon noch verfügbar sind. Zum Zeitpunkt, an dem ich dieses Video drehe, und ich werde es am gleichen Tag, wo ich es drehe, auch veröffentlichen, ist sie noch verfügbar. Und das ist auch eine Uhr, die mir unglaublich gut gefällt. Das Rot ist ein ganz tiefes, sattes Rot. Ich weiß nicht, ob man es Burgunderrot nennt, aber es ist kein Leuchtrot, kein Feuerwehrautorot, sondern ein wirklich sehr, ja, ich weiß gar nicht, edles Rot. Trifft es das bei der Taucheruhr? Also es hat was, was ich gar nicht unbedingt in Worte fassen kann. Und ich finde auch die farblich leicht abgesetzte, innenliegende, zusätzliche Minuterie sehr schön, sie passt genau auf die Weite des Stundenzeigers, sodass man auch den Stundenzeiger sehr exakt ablesen kann. Datum wunderbar eingepasst. Eine Uhr, die farblich in meinen Augen ausgesprochen attraktiv ist. Man sieht hier bei den Aufnahmen auch ein kleines bisschen das Sandwich-Ziffernblatt mit den tiefer liegenden Indizes, die auch reichlich mit Leuchtmasse gefüllt sind. Auch das werde ich euch etwas später im Video noch zeigen. Auch diese Uhr kostet 749 €, meine ich, aber ich habe es euch ja eben eingeblendet, da stand der Preis bei. Am Stahlband um die 100 € teurer. Alles in allem, wie ich finde, ein ausgesprochen fairer Preis für eine sehr attraktive Uhr. Ich zeige sie euch hier nochmal von etwas weiter. Der Boden übrigens auch richtig schön gemacht. Verschraubt Edelstahl mit dem Taucherhelm, unverkennbar eine Taucheruhr. Die Prägung, die Gravur, das Lasern, ich weiß nicht, wie es genau gemacht ist, ist übrigens überhaupt nicht scharfkantig, trägt sich sehr angenehm am Arm. Und hier könnt ihr nochmal den Sonnenschliff der Uhr sehen. Was ich sehr gut finde, ist, dass der Sonnenschliff hier
die Ablesung nicht beeinträchtigt. Ich habe schon Blätter mit Sonnenschliff gesehen, wo die Spiegelung des Sonnenschliffs in etwa so hell war wie die Zeiger und von den Zeigern abgelenkt hat. Das hat man hier überhaupt nicht. Und ihr könnt hier übrigens auch sehen, die Uhr ist nominell genauso groß wie die Aqua Sport 2, wirkt aber am Arm meiner Meinung nach deutlich und wesentlich größer. Das ist das, weswegen ich sagte, kleiner Riese oder zu groß geratener Zwerg. Das meinte ich mit der Uhr, die nominell eigentlich zu den sehr moderaten Größen gehört, am Arm aber eine unglaubliche Präsenz hat und auch an etwas kräftigeren Handgelenken überhaupt nicht verloren aussieht. Wir haben es bei verschiedenen Uhrentreffen ausprobiert und es ist in der Tat so, auch bei 18, 19 cm Handgelenken macht diese Uhr einen guten Eindruck, wie sie übrigens auch bei Nacht macht. Ich habe die Uhr kurz aktiviert, wie ihr seht. Die zweifarbige Leuchtmasse ist so etwas, was ich sehr gerne mag. Die Krone auch hier mit Leuchtmasse ausgelegt, sodass man sie auf dem Nachttisch besser findet oder einfach nur Spaß an der beleuchteten Krone hat. Die Leuchtmasse hält lange und gut durch. C3X1 spricht für sich selber und auch aus Erfahrung kann ich sagen, diese Leuchtmasse ist wirklich eine Leuchtmasse, die die ganze Nacht über keine Probleme macht und die Uhr wirklich hervorragend ablesbar hält, selbst nach mehreren Stunden. Ja, das waren die beiden limitierten Neuerscheinungen, die Sondermodelle von Circula. Mir gefallen sie beide ausgesprochen gut. Schreibt gerne in die Kommentare rein, was ihr darüber denkt. Falls ihr euch eine bestellt habt, schreibt es auch rein, wird mich brennend interessieren. Bis dahin, bleibt gesund, erfreut euch an euren Uhren und freut euch auf meine nächsten Videos. Tschüss, euer Axel.